gefährlich, ne? Machen Sie einen Sensationstransfer. Ja. Ich fand das gut beim, war das Fußballmanager 2000, 2002, 2003? Ich glaube, da war noch Kalli auf dem Cover. Oder noch jemand anders. Oder gar keiner. Irgendwie so ein No-Name war auf dem Cover. Auf jeden Fall, da waren die Aufgaben hier, Herausforderungen, richtig geil. Die kamen immer wieder. Dadurch konnte man Managerpunkte kriegen. Und da waren zum Beispiel Aufgaben wie zum Beispiel, ja, bringen Sie zum Beispiel die Teamtaktik Konter auf 5 von 5. Hast du das geschafft? Hast du so und so viele Punkte gekriegt? So, hast du es geschafft? Dann war der nächste Erfolg, ja, gewinnen Sie dreimal in Folge. So. Ja, und dann gab es wieder was anderes, wie zum Beispiel, bringen Sie einen Spieler dazu, dreimal in Folge zu treffen. Oder ein Hattrick oder wie auch immer. Und das ging immer weiter. Ja, waren sehr viele andere Erfolge da. Aber auch, die wiederholten sich dann auch immer wieder, ne? Und so konntest du auch dein Level, anheben, ne? Ist auch realistischer damals gewesen. Ich meine, klar, du hast einen Erfolg gemacht hier, Konterspiel, es läuft bei dir super. Ja, sollst halt belohnt werden. Jetzt haben sie diese Belohnung da gemacht, aber die kannst du halt nicht immer haben, ne? Die hast du einmal gemacht, die 30 Punkte, ja. Na gut. Ja gut, die Idee von dem Account ist ja einfach, dass du, wenn du neu startest, mit diesem Account weiterspielst, ne? Dann hast du irgendwie, bist du irgendwie auf Level 15 und so, und dann machst du ein neues Spiel, neuen Spielstand, ja, aber mit deinem gelevelten Account, ja, profitierst natürlich davon. Und nicht, wenn du von null anfängst, ne, klar kannst du resetten oder einen neuen Account machen, oder neuen Charakter sozusagen, aber, naja. Wollte ich noch irgendwas machen? Ich wollte noch irgendwas zeigen, oder? Also Teamtaktiken. Dies, das. Nee. Anscheinend nicht. Machen wir mal weiter. So, neue Erfahrungsstufe. Kamil Banas hat eine neue Erfahrungsstufe erreicht. Stufe 2. Er ist für weitere 13 Tage verletzt. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass unsere medizinische Abteilung total für den Arsch ist. Naja, und dann zieht sich das immer schön in die Länge, auch wenn das nur ein Muskelfaserriss ist. So, mal gucken hier. Ergebnisse. Ja, die müssen. Entweder muss ich aufsteigen. Also die A-Jugend irgendwie. Keine Liga. Keine Spiele. Ja, die B-Junioren haben. Aber die B-Union haben was. Ja, Mittelfeld passt schon. Okay. Machen wir noch weiter vor. Aber ein interessantes Spiel. Top-Spiel. Gut. Dritter ist er.
Ja, das ist wahrlich ein Top-Spiel. Sponsoring. 10 Banden will er haben. 3 Jahre. Laufzeit senken. 2 Jahre nehmen wir an. Okay. Ja, Verträge müssen wir später nochmal drum kümmern. Wie gesagt, wir haben die ja darum gebeten, neuen Vertrag zu unterschreiben, haben erstmal zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgelehnt oder die Verhandlungen sind gescheitert und dann müssen wir später nochmal nachfragen. Mal gucken, ob ich denen überhaupt Trainingsziele gegeben habe. Ja. Ach so, ja gut, dass ich die Trainingsziele jetzt sehe. Genau. Habt ihr zum Beispiel einen Spieler, wie zum Beispiel ihn hier, Skatura? Er ist ja eigentlich links außen. Ne? Und ein bisschen offensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, sein Spielertyp hat sich geändert. Oder? Muss ich mal gleich mal gucken. Ich glaube, sein Spielertyp hat sich geändert. Er ist normalerweise links außen und hat, glaube ich, hier eine gelbe Position gehabt. Ne? Auf jeden Fall war der Außenspieler und hat auch entsprechende Werte, wie man hier sieht. Wichtige Fähigkeiten für und es wird natürlich diese Position gefokust, die am stärksten ist. So. Und dann wenn ihr dann zum Beispiel, ja, LM, ja, und dann habt ihr zum Beispiel hier so alles, ne? LM. Beziehungsweise wird noch nichts Spezielles angezeigt, weil ihr habt ja jetzt alles, ne? Dann macht ihr, ja, alle wichtige Fähigkeiten zeigen für LM, linkes Mittelfeld. So, da werden alle Positionen, die fürs linke Mittelfeld wichtig sind, angezeigt. Ja, also alle wichtigen Fähigkeiten für linkes Mittelfeld seht ihr dann hier. So, aber ihr wollt sagen, ja, aber ich würde ja gerne mal so Spielmacher auf offensives Mittelfeld, wäre doch ziemlich nice. So, dann geht ihr einfach drauf. Offensives Mittelfeld, und dann seht ihr schon, es sind schon ein paar mehr Sachen da. Ja? Was ist dazugekommen? Fernschüsse? Ruhe ist hier dazugekommen vorhin. Torriecher. Ja, er ist ja jetzt sozusagen offensiver. Ja. Und dann müsst ihr sozusagen diese Fähigkeiten trainieren. Sodass nicht das linke Mittelfeld sozusagen gefördert wird, sondern das offensive Mittelfeld. Und dadurch ergeben sich ja auch die Werte. Ja. Das sind die Werte, die dann sozusagen diesen Wert ausmachen. Ja gut, er ist jetzt natürlich ein bisschen niedriger, weil er hat da jetzt minus 5 Eingespieltheit, ne? Aber er würde dann sozusagen auf 64 kommen und er hat hier einen 65er Wert. Ja, und so könnt ihr dann so gezielt, ja, wenn das natürlich massive Unterschiede sind, ist natürlich Schwachsinn, ne? Aber so linkes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, das ist schon packbar, ne? Oder von links außen zum Sturm. Das geht auch, ne? Aber er hat hier nix im Sturm. Das kann eine Weile dauern, bis er das annimmt. Aber gut. Aber da ich ihn jetzt auch öfters mal jetzt offen, ich lasse ihn eigentlich immer offensiv spielen, ne? Offensives Mittelfeld. Da kann ich ihn ja eigentlich als offensive Mittelfeldspieler agieren lassen. Dann muss ich nochmal gucken, was er braucht. Was neu dazugekommen ist. Torriecher, Schusskraft, Fernschüsse und Volleys. Ja, wie gesagt, die Werte sind eigentlich ganz gut. Nur, er ist noch nicht so richtig eingespielt, ne? Das entferne ich mal. Schusskraft, Torriecher, Antritt.
Schnelligkeit. Volleys, Fernschüsse, Ballkontrolle, Dribbling. Ich mach mal Fernschüsse. So. Okay, also die Spielentwicklung können wir uns auch nochmal angucken. Sehr gut, ne? Kann man nicht meckern. Okay, dann würde ich sagen, wir haben soweit alles vorbereitet. Top-Spiel. Ich weiß, der hat sich ja gar nicht mal so schlecht angestellt, ne? Aber ich glaube, ich lasse den erstmal ran. Also Marktwert steigt, ne? Ich weiß nicht, ob wir den halten können. Kamil war jetzt offensichtlich nicht mehr motiviert, er wird den Verein verlassen. Ha. Na gut. Schauen wir später nochmal nach. Was ich machen kann, ist, so. Lehnt einer von euch kategorisch ab. Mein Vertrag läuft aus. Das wird mein letztes Sein für Berliner Bitte. So ein Arschloch. Ja, damit muss man kämpfen, ne? Bei so einer billigen Liga. Kaum haben die Erfolg, hauen die ab. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Topspiel in der Liga. Erster gegen Dritter. So, dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ein sehr interessantes Spiel. Die Mannschaften, die es ja ins obere Drittel normalerweise locker schaffen sollten, waren am Anfang ja nicht so souverän. Ja, aber mittlerweile hat sich das bisschen reguliert. So alle starken Mannschaften sind unter den besten, ja, unter den besten 5, würde ich sagen. Bis auf uns. Wir haben da eigentlich nichts verloren. Aber wir sind trotzdem vorne mit dabei. Wir sind doch in der Mannschaftsstärke schon sehr gut vorangekommen. Wir waren am Anfang auf Platz 13. Und mittlerweile sind wir auf Platz 3, aber da ist ja Moral und so weiter mit inbegriffen. Aber das gehört dazu. So ist das nun mal. Wird ja bei den anderen genauso gemacht. Das war übel. Solche einfachen Bälle dürfen wir nicht verlieren. Oh, das war gut gemacht, das war. Oh. Schön den Ball genommen.